Grüß euch, liebe Zuschauer, hier auf DC TV. Ein Boulevardthema um Hogwarts Legacy. Ja? Hogwarts Legacy ist das neue PC, Xbox, PlayStation Spiel, ein Rollenspiel. Logisch, es geht um Harry Potter, ein Harry Potter Spiel, was am 10. Februar jetzt rauskommt und erhältlich sein wird und wahnsinnig gehypt wird und von vielen sehnsüchtig erwartet wird. Aber es hat einen großen Makel aus der Sicht von einigen Leuten, und zwar einen unüberwindbaren Makel. Das Ganze basiert ja auf die Geschichten von J.K. Rowling, ja, der Autorin von Harry Potter. Wir gehen mal rein in die Problematik. Was passiert hier eigentlich? Das ZDF begründet, warum das neue Harry Potter-Spiel Hogwarts Legacy boykottiert werden soll. Autorin Rowling hat einen Tweet geliked und ein Gesetz kritisiert. Das waren ihre Verbrechen und deswegen soll es boykottiert werden und das ZDF reitet auf der Welle mit. Boykottaufrufe gegen Hogwarts Legacy, die werden hier veröffentlicht. Hier bitteschön, ja, von uns bezahlt. Das neue Harry Potter Spiel wird nicht von allen heiß ersehnt. Hier wird Gabriel Knox König vom 30.01.23 Bundesverband Trans zitiert. Autorin und Werk voneinander zu trennen ist schwierig, besonders für queere Personen. Ich frage mich schon mal, wie viele Leute sind es eigentlich, ja, die hier praktisch eine ganze Bevölkerung, ein ganzes Land oder vielleicht sogar die Welt irgendwie in Haftung nehmen für alles, was ihnen an Leid widerfährt, ja, oder vermeintliches Leid. J.K. Rowling nutzt ihre Bekanntschaft. Also da haben wir schon mal ein richtiges Problem. Da sollte man vielleicht noch mal irgendwie, Bekanntschaft ist jemand, den man kennt und den man öfter mal trifft und den man noch nicht so gut kennt wie eine Freundschaft. Was er hier meint, ist wohl eher, nutzt ihre Bekanntheit. Ja? Also es ist definitiv falsch. Ja? Nutzt ihre Bekanntschaft ist definitiv falsch, meiner Ansicht nach zumindest. Um gegen die Menschenrechte von Transpersonen vorzugehen und in ihren Werken spiegelt sich Diskriminierung wider. Da geht es darum, die ganzen Zauberwesen, Elfen und was weiß ich, was es da alles gibt. Ich habe das vor 15 Jahren meinen Kindern vorgelesen, aber ich kann mich auch nicht mehr so gut erinnern. Aber die werden ja teilweise auch relativ unsympathisch oder hässlich, und aber auch eben geschlechtslos dargestellt, und es ist, so wie ich das gelesen habe, schon eine Diskriminierung. Ja, da kannst du natürlich in jeden Blumentopf irgendwas rein interpretieren, dass das jetzt eine Diskriminierung gegen irgendjemand ist. Ja, das ist gar kein Problem. Aber jetzt gehen wir mal zu der doch beeindruckenden Vergehensliste von J.K. Rowling. Und zwar wird hier ganz akribisch aufgelistet und es macht das Ganze wirklich komplett lächerlich. Was hat sie getan? 2018, Rowling liked einen Tweet, in dem Transfrauen als Männer in Kleidern bezeichnet werden. Würde ich auch durchaus tun. 2019, sie ergreift Stellung für eine Frau, der wegen transphobischen Tweets gekündigt wurde, auch das würde ich machen. 2020, Rowling macht sich über einen Tweet lustig, in dem es um Menschen geht, die menstruieren, auch das würde ich machen. Oder habe ich auch schon gemacht. 2022, die Autorin kritisiert eine Gesetzesänderung in Schottland zugunsten von Transfrauen. Kritisiert, macht sich über einen Tweet lustig, ergreift Stellung für eine Frau, der wegen Tweets gekündigt wurde, und liked einen Tweet. Das sind die absolut nicht oder unverzeihlichen Verbrechen. Und deswegen sollte man, also mich wundert schon, dass noch nicht danach geschrien wurde, die Frau zu verhaften. Also gut, hier haben wir Hogwarts Legacy, den Twitter-Account, wird hier angekündigt am 10. Februar weltweite Auslieferung. Und hier haben wir den Gronkh. Ja, eine Legende, ja, einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber und Spieler, also Let's Play, praktisch vom als Stream oder als Video spielte er und spielt immer noch Videospiele, Computerspiele, Minecraft ganz, ganz lange Zeit, aber auch viele andere Spiele. Und macht es bis heute mit großem Erfolg und mit Herzblut. Und ich habe wirklich, auch wenn ich mit seinen stromlinienförmigen
wie soll ich sagen, Einstellungen und Verlautbarungen, ohne die er nie Millionen Abonnenten bekommen hätte, will ich das trotzdem nicht schmälern. Ich kann das trennen. Ich habe großen Respekt und der Mann ist wirklich lange, lange dabei. Also der ist seit 96 quasi schon im Internet tätig, wenn man so will. Hier haben wir seinen Wikipedia-Eintrag. War von 2016, 2014 bis 2016 meist abonnierte YouTube-Kanal Deutschlands und ist wirklich ein Begriff. Ja? Also einer der wenigen, die wirklich ganz groß sind in Deutschland, in dem Genre. Und der ist ja immer noch dabei. Und er hat natürlich als Top-Spieler, Top-Gamer bekommt er natürlich Spiele vorab. Vor Veröffentlichungsdatum, aber bevor es jeder kaufen kann. Und der spielt jetzt auf Twitch, der Streaming-Plattform. Es ist mir einfach egal. Es ist mir einfach egal. Darf es mir egal sein? Bin ich dann ein schlechter Mensch, wenn mir J.K. Rowling egal ist? Muss sie eine Rolle in meinem Leben spielen? Also da reagiert er offensichtlich, ich kann es nur vermuten, auf schon den Shitstorm. Dass er überhaupt Hogwarts Legacy spielt, da scheint er schon richtig Gegenwind bekommen zu haben im Stream oder beziehungsweise in den Chats. Das hört sich ja noch ganz vernünftig an, aber dann scheint er dann doch einzuknicken, ja. Oder macht es mehr Sinn, wenn wir das zum Beispiel spielen? Und wenn wir das spielen, sammeln wir eigentlich die ganzen Donations, zum Beispiel. Also Donations sind Spenden bzw. Zuwendungen von den Zuschauern. Für bestimmte Organisationen. Alles, was beim Stream reinkommt, dann supporten wir einfach. Ich weiß noch nicht genau, was es da gibt. Ich kenne mich da halt nicht aus. Aber wir supporten damit zum Beispiel eine Organisation. Wenn wir das machen. Meiner Meinung nach viel zielführender. Dann machen wir das. Abgemacht. Gut, dann machen wir das. Es ist halt schon sehr rückgratlos, den Leuten, die ihn hier massiv beschimpfen, und es scheint ja fast eine konzertierte Aktion zu sein, denen dann noch sozusagen anzubieten, ja gut, dann spendet mir eben Geld an irgendwelche Organisationen, die euch vertreten. Ja. Also meins wäre es nicht, da muss ich schon sagen, das ist schon wirklich sehr eingeknickt. Das ist dann schon. Wenn auch Dämme, also wenn auch praktisch Tür und Tor geöffnet, dann weiß jeder, okay, beim nächsten Spiel machen wir wieder irgendwie sowas. Also ich finde das hammerhart, wirklich enttäuschend. Ja. Vorher noch, es ist mir egal, wer J.K. Rowling ist, und dann scheint es ihm zu viel geworden zu sein und hat sich in seiner Not überlegt, wie kriege ich die jetzt wieder ruhiggestellt? Ja, Kohle. Ja. Okay. Also Gronkh-Transfeindlichkeit oder Heuchelei vorzuwerfen, ist wirklich einer der dümmsten Takes ever. Das kommt noch dazu. Ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass er auch einer Hilfsorganisation für Transsexuelle oder für Transmenschen hier Geld spendet, ja, oder einen Stream sozusagen denen widmet und das erwirtschaftete Geld ihnen spendet, was ja auch eine schöne Geschichte ist, ja, wenn man sein Reichtum sozusagen auch ein bisschen teilt, den er definitiv hat. Ja. Schauen wir mal auf die Spendenempfängerliste von Friendlify aus dem Dezember, welcher Gronkh und Peetsmeet auch eine Spielergemeinschaft, große Gamergemeinschaft im Internet. Wen finden wir denn da? BV Trans, Bundesverband Trans. Also es gab schon vor dieser Hogwarts-Geschichte durchaus Zuwendungen von Gronkh. An hier Bundesverband Trans zum Beispiel. Und Gronkh scheint heute viele getriggert zu haben. Ja, auch ich war mal ein Gronkh-Fan. Die Betonung liegt auf war. Mit dem Twitch-Clip hat sich Gronkh eindeutig als Transfeind geoutet. Gronkh, schau dir das Bild an und sei dir im Klaren, dass Leute wie ich wegen Leuten wie dir Suizid begehen. Den Account She Kelly gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich echt ist. Ich zeige es trotzdem, weil es ist einfach möglich. Ja, dass es Menschen gibt, die sowas schreiben. Und die, nee, da soll sich dann jeder selber hier bitte mal auch ein Bild machen. Das möchte ich gar nicht weiter kommentieren. Und Ali Udlu hat schon auch das Richtige geschrieben hier auf Twitter, großer Account, da kann ich echt sagen, gut, da nutzt auch jemand seine Reichweite, um auch wirklich eine Stellungnahme hier zu setzen.
Gronkh möchte also denen Geld spenden, die ihn übelst beschimpfen und canceln wollen. Ja nun, dann brauche ich ihn auch nicht zu verteidigen. Danach will er bestimmt auch als Huhn bei KFC arbeiten. Ja, es ist schon erstaunlich, wie hier eingeknickt wird vor jeder möglichen Ideologie, sei es Krieg im Osten, sei es Klima, sei es Gesundheit oder eben auch hier die Trans-Thematik und mehr als zwei Geschlechter und so weiter. Und dass J.K. Rowling nach, es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie zur Hetzjagd aufgerufen hat oder sonst irgendwas. Also ich habe es ja gerade, ihre Vergehen, es ist unbeschreiblich. Mir fehlen dann langsam die Worte, für was diese Leute für einen Hass versprühen, ja, was da für eine Aggressivität und für, also die tun mir eigentlich, ich muss wirklich sagen, also so weit gehe ich schon noch, die können einem nur leid tun. Ich meine, finden dafür Gewitter in deren Köpfen statt, ja. Also normal ist das nicht, ganz ehrlich, ja. Und ich finde schon, dass man da schon drüber nachdenken müsste, ob man diese Leute wirklich für voll nehmen kann, ja, die hier solche wahnsinnigen Nachrichten raushauen oder Statements, Stellungnahmen, also da fällt mir einfach nichts mehr ein. Ja. Und auch ein Gronkh, auch wenn ich ihn wirklich bewundere und sehr schätze und er hat wirklich was geleistet in seinem Leben, aber trotzdem, vielleicht fällt ihm seine Stromlinienförmigkeit selber irgendwann mal auf, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, und vielleicht kommt er irgendwann auf den Trichter, hat eh keinen Sinn. Ja. Also den Preis hat er bezahlt, Rückgrat hat er keins, das ist klar. Ja, aber ich muss auch nicht sein Leben leben. Also ganz ehrlich, ja, muss ich ehrlich sagen, da ist natürlich schon dann letztendlich, auch wenn für bei der Alte seine Leistungen, die er wirklich vorzuweisen hat, macht das natürlich das Ganze ein bisschen kleiner. Ja, wenn er da wirklich nach deren Mund redet und hier mit allen Mitteln versucht, dann noch irgendwie die Situation zu retten, anstatt zu sagen, wer seid ihr, was wollt ihr von mir? Ja, ich spiele das Spiel jetzt und fertig. Und das war's dann. Ja. Anstatt, es geht auch in dem Spiel ja nur null um irgendwelche Transfeindlichkeit. Es geht nur um die Aussagen von J.K. Rowling, die mit dem Spiel selber nichts zu tun hat. Die ist die Urheberin der ganzen Harry Potter Geschichte, aber nicht mit dem Spiel selber ist sie ja überhaupt nicht beschäftigt gewesen. Das ist unglaublich. Liebe Leute, es ist für mich nur ein weiterer Hinweis, dass es nicht funktionieren wird. Ja? Also wer so gegen die Natur vorgeht und so dermaßen irre Geschichten da vom Stapel lässt, nee, das wird nicht gut gehen. Und seid so gut. Abonnieren, teilen, liken, kommentieren in der Beschreibung. Und wenn ihr denkt, ja, das ist ein Kanal, finde ich gut, der informiert mich oder unterhält mich und informiert mich gleichzeitig, dann, wenn ihr was übrig habt, gerne auf Bitcoin, Stripe, Kofi oder Deutsche Bankverbindung. Ebenfalls in der Beschreibung. Dank euch, macht es gut, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Servus und für Gott. Ich finde es ein Wahnsinn. Ich finde es auch ein Wahnsinn, dass das ZDF hier und nicht nur das ZDF, es ist wirklich, mir fehlt da einfach die Verhältnismäßigkeit. Ja, die Verhältnismäßigkeit stimmt einfach gar nicht. Ja, wie viele Leute betrifft dieses ganze Trans-Thema und wie viele Leute werden hier damit wirklich drangsaliert, beschäftigt? Wie vielen wird da auf die Nerven gegangen, damit wirklich es 99% der Bevölkerung interessiert das Thema nicht? Ja, muss man ganz ehrlich sein, haben damit nichts zu tun, haben keine Berührungspunkte und sind auch nicht irgendwie jetzt, es gibt ja jetzt keine offene Transphobie oder dass man sagt, hier, wir werden durch die Straßen gehetzt oder so weiter. Ja, das passiert zwar schon, aber dann aber auch nicht unbedingt von Deutschen. Ja, sagen wir mal so. In diesem Sinne, macht es gut und Servus. Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, ehrlich. Es ist Wahnsinn. Man muss da wirklich bei sich bleiben, um da nicht irgendwie wegzudriften, ja. Wie so manche andere.